Wunderschönen guten Tag zusammen hier von der Musikmesse 2013, der Moritz von Session Music für euch. Wieder mit dem BJ wie letztes Jahr am Stand von SPL. So schön. Und wir haben was Neues, nämlich den Crimson. Der Crimson. Er ist teilweise feuerrot zumindest. Er ist teilweise feuerrot. Also hier haben wir da so ein bisschen so eine Referenz zum Namen hier oben. Und so ist auch hier so schöne rote Balken. Das ist auch gleich das geilste Feature am ganzen Gerät. Ja, sonst macht er auch eigentlich nichts. Ist ein leeres Gehäuse, ne? Absolut leeres Gehäuse. Aber die Luftschwingung da drin klingt halt sehr gut. Also der macht halt gut nix, aber davon halt viel. Ja, das ist ungefähr so wie ich. Okay, also Butter bei die Fische, Monitor-Controller, ne? Nee. Nicht? Nee. Aber auch. Du, guck mal, da steht das. Ja, aber du alter Lügner. Audio-Interface und Monitor-Controller. Also das zuerst Audio-Interface. Das ist 2-in-1, das ist eine eierlegende Wollmilchsau, so quasi ist das. Sehr schön. Und nicht irgendwie so groß wie der ganze Tisch, das machen ja auch viele. Das machen viele, das ist beliebt, aber SPL war ja schon immer dafür bekannt, dass wir versucht haben, von jedem Gerät die Knöpfe und Schalter zu entfernen, die esoterisch sind oder die keine Sau braucht. Das haben wir dann noch hierbei gemacht. Also, Butter bei die Fische, vierkanaliges Audio-Interface, USB. USB einfach, weil es im Moment immer noch der Standard für die meisten Interfaces ist. Firewire ist immer problematisch, weil PC-Welt kennt kein Firewire. Und Firewire ist dadurch, dass Apple jetzt den Thunderbolt rausgebracht hat. Man hört so die ersten Sterbegerüchte. Ja, also Gerät ein bisschen ins Hintertreffen. USB 3.0 kommt ja sowieso auch. USB ist halt, wie ich persönlich finde, das hat jetzt nichts mit SPL zu tun, aber jetzt muss ich meine Meinung mal loswerden. Ich finde halt USB einfach eine gottenschlechte Anbindung. Reicht aber trotzdem latenzmäßig für vier Kanäle. Reicht in diesem Fall absolut aus. Hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass die Audioqualität bei USB nicht gut ist, aber ich finde es zum Beispiel einfach eine Frechheit, dass man USB-Geräte nicht kaskadieren kann. Ja, gut, das ist, wäre bei denen, sieht es auch komisch aus, dass man einen Zwei-Monitor-Regler hat, aber hier reicht es, wie gesagt, ja, bandbreitmäßig. Genau, hier reicht es auf jeden Fall aus. Wir haben zwei Mikrofonvorverstärker hier drin, beide mit Phantom-Power und beide mit einem High-Pass-Filter. Wir haben zwei Instrumenteneingänge, also Line-Eingänge, die sowohl vorne erreichbar sind, als auch hinten. Also du kannst sie hinten festschalten und dann irgendwie eine Patch-Bay anschließen oder sowas. Oder halt öfter mal auswechseln. Du kannst aber auch einfach von vorne reingehen. Wenn wir zwei jetzt hier was aufnehmen würden, beide vor dem Studiotisch sitzen, können wir das machen. Zum Anhören haben wir so auch zwei getrennte Kopfhörerausgänge, damit du sagen kannst, ich will es aber lauter haben als ich. Und dann kommen wir dazu, dann kannst du quasi einschalten, ob du 1, 2 oder 3, 4 aufnehmen willst. Du kannst 3, 4 auch Mono machen. Du kannst entscheiden, du kannst mit vier Kanälen wieder aus der DAW zurückkommen, also quasi zwei Mixe. Du kannst deinen Master-Mix irgendwie zurückkommen lassen und du kannst einen Kopfhörer-Mix für jemanden, einen Sänger, einen Referenz-Mix mit Klick oder sowas zurückkommen lassen. Du hast drei externe Klangquellen. Ich mach das mal aus und dreh das mal um, das Gerät, damit du das... Jawohl, Rückseite, sehr schön, da haben wir so. Rückseite, Rückseite. Also, zwei Mikrofoneingänge, vier Line-Eingänge. Das sind externe Quellen. Das heißt, also, wir haben eine Mini-Klinke hier für einen iPod, Klinke für irgendwas anderes, das ist für einen CD-Player oder was auch immer du haben willst. Die kannst du alle einzeln oder auch zusammen für die Kakophonie, kannst du die alle zusammen auch zuschalten und kannst, das ist auch eine ganz feine Sache, die weich regeln. Also wenn ich es jetzt so habe, dann höre ich die DAW und die Sources und wenn ich das so habe, dann höre ich die Mikrofon-Inputs. Oder halt das klassische Mittelstellung, damit man halt die bereits aufgenommenen Tracks zusammen mit dem aktuell, was man spielt, aufnehmen oder hören kann. Ja. Richtig. So, Trimpotis mit Schraubenzieher, finde ich immer cool. Trimpotis mit Schraubenzieher, deswegen, weil wir haben hier den Main Monitor Out und dann haben wir hier einen zweiten Monitor Out für das zweite Paar Monitore, die wir ja alle haben und brauchen. Mindestens. Mindestens. So, und wenn man die beiden anschließt, kommt es ja schon mal vor, dass das eine Paar lauter ist als das andere, weil es eine andere Bauart ist. Ne? Und dann immer und Pegel angleichen müssen, Pegel vorne ist ja Quatsch. Müssen, da fliegt dir dann immer die Kiste weg irgendwie und das fällt damit eben raus. Dann machst du hier hinten deinen Trim, dann sind beide Paare gleich laut, steuerst beide hierüber an und kannst dann hier über A und B einfach entscheiden oder wechseln zwischen den beiden. MIDI haben wir auch, ist klar, für ein Interface absolut unverzichtbar. SP-Diff muss auch sein. USB rein, externe Stromversorgung 48 Volt rein. Das Ding kann bis sensationelle 192 kHz aufnehmen. 24-Bit ist auch klar. Wir haben noch eine kleine Metering-Sektion da oben, drei kettige LEDs. Das, im Grunde ist das ganz simpel. Kommt was rein, ist was da, ist zu laut. Das sind die drei Einstellungen. Ja. Ne? Mehr musst du erstmal da nicht wissen, weil du hast ja dann auch noch Metering in der DAW. Also das ist ja dann, ne? man kann ja auch zu viel machen. Reicht völlig. Das ist der SP-Diff-Eingang. Der ist jetzt natürlich nicht aktiv, deswegen geht die Lampe nicht an, weil da nichts drin steckt.
Dann haben wir hier Monitor, das ist jetzt das Hauptmonitorpaar, ist standardmäßig an und jetzt wäre das zweite Monitorpaar an. Dann kann ich mir den zweiten Mix, den ich von der DAW kommen lasse, den ich wahrscheinlich auf den Kopfhörer schicke für einen Sänger oder sowas, kann ich mir auch auf die Monitore legen, um zu hören, was der hört. Und dann habe ich eine Dimm-Funktion natürlich, um das Ganze 20 dB leiser zu machen, damit ich mich kurz unterhalten kann, Regieanweisungen geben kann oder den Musiker beleidigen, was auch immer. Also immer offen lassen, das Talkback auch ganz wichtig, ja, wenn man Musikern... Talkback immer offen lassen. Ey, der spielt gerade voll scheiße. Ich hör dich. Und der riecht streng. Das sind so Sachen. Ne? Ansonsten, ich glaube, da ist alles gesagt jetzt auch schon. Ja, Verfügbarkeit wüssten wir gerne noch. Weißt du da was? Das kann ich dir genau sagen. Ich weiß es nämlich fast gar nicht. Doch, ich glaube, anvisiert ist Juli. Klingt gut, also dieses Jahr, ne? Genau. Empfohlener Verkaufspreis ist 5,49. Also wahrscheinlich müsste man sich darauf einstellen, dass das Ding so 4,99 an der Rampe kostet. Was ich übrigens immer noch mal zeigen will, das finde ich bei SBL immer ganz klasse, weil damit kann man seine auf dem Kopf lesen Features trainieren. Ja? Ja, pass auf. Also hier ist alles nochmal hier Stupnizim. Ja? Ja. Also nein, Quatsch, also dafür ist es nicht da, sondern wenn ich jetzt verkable und das Ding so habe, ja, dann könnt ihr bei SBL-Produkten auch immer einfach mal ta-ta-ta-ta von oben gucken, wo habe ich es gerade eingesteckt. Weil ich bin auch so ein Spezialist, wenn ich von oben verkabel, denke ich dann immer, die Inputs wären andersrum. Ja? Weil das ist ja dann irgendwie... komisch, ja, weil wenn ich hinten drauf gucke, ist rechts 1 und links 2 und wenn ich andersrum drauf gucke, ist es verdreht und das verkacke ich immer. Warum wir die Einzigen sind, die das machen, ist mir ein absolutes Rätsel. Also muss ich fast sagen, also macht die anderen Features dann schlechter mit, aber das ist das Geilste, was SPL jemals gemacht hat, einfach so von der Benutzerfreundlichkeit her. Und das ist so eine simple Idee. Ja? Es ist mir wirklich vollkommen unverständlich, warum es Firmen gibt, die, das Problem ist ja auch, die meisten Firmen schreiben es drunter. Ja. Wenn du Kram im Rack hast, unsere anderen Geräte sind ja meistens Rack-Geräte, ja, und du beugst dich hinter das Rack und guckst von oben, hast du die Kabel vor der Beschriftung, kannst nichts lesen, ist doch völlig für einen, ja, sagen wir jetzt nicht, für was das ist. Ne? Für einen schwarzen Fingernagel, ja. Ja, ist völlig für einen schwarzen Fingernagel, genau. Aber ansonsten ist damit eigentlich der Drops gelutscht, das Ding ist super, der hat natürlich eine... Ich will jetzt nicht prahlen, aber man weiß ja, wofür SBL steht, an Qualität und an Klangqualität vor allen Dingen. Und da können wir natürlich keine Kompromisse eingehen. Nö. Also da sind die besten Wandler drin, die wir finden konnten. Auf und Markt. Ich meine, der kommt mir auch bekannt vor. Ist ein bisschen kleiner als der von den von Neitern zum Beispiel. Aber ich meine, da ist wahrscheinlich relativ gleiche Technik drin. Ja. Der Phonitor hat vom Poti her, ist der natürlich etwas höherwertig. Hier mussten wir so ein bisschen gucken, weil der Markt, den wir adressieren, ist natürlich... Heim, Semi, so diese Ecke ungefähr. 4,99 ist natürlich jetzt nicht irgendwie, wir haben ja normalerweise Produkte, die deutlich darüber hinausschießen. Deswegen können wir jetzt hier kein Poti einbauen. Es gibt Potis, die verbauen wir, die kosten so viel wie das ganze Gerät. Wenn wir jetzt unsere große Mastering-Konsole nehmen, aber die kostet ja auch fünfstellig, von daher ist, ne? Brauchen wir hier auch nicht, ja. Brauchen wir hier auch nicht. Also deswegen, aber das ist natürlich absolut hochwertige Technik. Da ist super Kram drin. Also du kannst es auch fühlen, also vom Taktilen her. Genau, also Haptik habe ich gerade schon geschaut. Ist super, wie man es von euch kennt. Ja. Gehäuse ist solide, ja. Und das, obwohl es erst ein Prototyp ist im Moment noch. Also selbst dafür ist der schon richtig ordentlich gemacht. Finde ich mal blöd, wenn ein Prototyp dasteht, der nachher mit dem Endprodukt nichts zu tun hat. Ja, 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 also wenn, dann richtig. Jawohl. Ne? Super, ja. Crimson, SPL, USB-Audio-Interface und Controller. Verfügbarkeit circa Juli um die 500 Tacken. Und mit diesem Amok-Video von BJ und mir zurück erstmal. Bis gleich. Tschüss.